Weihnachtsmänner treffen Spitzenreiter. Das gibt's nur einmal im Jahr beim internationalen Festhallenreitturnier in Frankfurt. Also hier kommt man schon in Weihnachtsstimmung. Und hier haben wir auch, weil Dressur ja immer vormittags ist, haben wir viel Zeit zum Shoppen gehen nachmittags, Weihnachtsgeschenke die letzten besorgen. Diese ganze Kulisse hier von der Halle, die ist einfach wow. Ne? Wenn man da reinguckt, dann freut man sich darauf, dass man da reiten darf. Das Turnier in der Frankfurter Festhalle ist natürlich auch nochmal ein Highlight, weil es einfach unglaublich schön ist mit dem ganzen weihnachtlichen Schmuck, die Atmosphäre in der Halle, das Publikum, wirklich eine Ehre für jeden Reiter hier zu reiten. Weihnachtsmänner treffen Dressurpferde. Und die allerbesten Dressur-Nachwuchspferde Deutschlands kommen jedes Jahr nach Frankfurt zu ihrem Jahreshighlight, zum Finale des Nürnberger Burgpokals. Und der Nürnberger Burgpokal, der gehört zum Festhallenturnier wie? Also da fällt mir ehrlich gesagt gerade keine Antwort drauf ein, weil der Nürnberger Burgpokal gehört einfach dazu. Und vielleicht wie die Sonne zum Tag und der Mond zur Nacht. Und ich bin stolz, dass ich dieses Jahr wieder einen dabei habe und dass ich hier reiten darf. Gehört einfach mit zum Jahresabschluss und dann nach wird Weihnachten gefeiert. Ja, das ist ein super vorweihnachtliches Geschenk natürlich und das war natürlich einfach ein Wow-Geschenk für uns. Frohe Weihnachten aus der Frankfurter Festhalle, sagen alle Pfleger. Tschüss.